und herzlich willkommen bei Do It Yourself Inspiration. Ich mache heute ein tolles neues Sommergetränk. Das ist ein Erdbeer-Kirschgetränk. Man kann es als Smoothie trinken oder sich mit ein bisschen Wasser aufschütten. Und es schmeckt wirklich richtig lecker und erfrischend. Und wie das geht, seht ihr jetzt. Ihr braucht 150 Gramm gefrorene Erdbeeren, Sauerkirschnektar, 100% Zitrone, eine Schüssel, wo alles drin verrührt werden kann, ein Rührgerät, also ein Rührstab und natürlich ein Glas oder mehrere Gläser und Strohhalme, um das Ganze dann zu servieren. Als erstes gebe ich meine Erdbeeren in die Rührschüssel. Dann gieße ich den Kirschsaft darüber und man sieht jetzt hier die Erdbeeren, die füllen das Rührgefäß schon bis zur Hälfte. Und ich bedecke die jetzt komplett mit Kirschnektar. Sind bei mir jetzt hier ungefähr 400 Milliliter, wenn ich das richtig erkenne. Man kann ruhig 500 Milliliter drauf schütten. Jetzt lässt man die gefrorenen Erdbeeren ein paar Minuten in dem Kirschsaft auftauen. Wenn die Erdbeeren leicht angetaut sind, geht es mit dem Rührgerät weiter. Mit meinem Rührstab püriere ich jetzt die Erdbeeren, bis daraus ein richtiger Smoothie entsteht. Wenn alles richtig gut durchgerührt ist, dann kann man das Ganze noch ein bisschen mit Zitronensaft ein bisschen saurer machen. Oder wenn man es lieber süßer mag, kann man auch ein bisschen Zucker dazu tun. Ich gebe jetzt einfach so einen kleinen Schuss Zitronensaft dazu. So wirklich nur ganz wenig, damit das Ganze nicht zu sauer wird. Ich rühre das Ganze gut um und dann kann ich das einfach in ein Cocktailglas schütten. Entweder trinkt man es dann eben wirklich so pur, richtig als, fast schon wie ein Smoothie. Oder man kann sich das Ganze auch mit ein bisschen Wasser aufschütten, auch mit Mineralwasser. Und das ist einfach ein total schönes, erfrischendes Getränk. Ja, das ist die Version des Smoothies, also einfach pur. Und hier ist das Ganze nochmal mit Wasser aufgeschüttet. Und ja, beides ist ein schönes, erfrischendes Getränk. Vielleicht habt ihr ja Lust, das nachzumachen. Wenn es euch gefällt, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben und schreibt mir in die Kommentare, wie euch das Getränk gefällt, ob ihr Erdbeer und Kirsch gerne mögt. Und ja, oder ob ihr noch andere Rezepte kennt, ob ihr vielleicht das Rezept so ähnlich kennt. Schreibt mir das alles in die Kommentare. Schaut auch unsere anderen Videos, wir haben wirklich schon sehr, sehr viele Getränke und Eisvariationen mittlerweile gemacht. Vielleicht ist da ja was für euch mit dabei und schaut auch unsere Bastelvideos und sonst sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Tschüss!